Wenn du dich das erste Mal selbstständig machen willst, kommen eine ganze Reihe von Kosten, von Ausgaben, von Investitionen auf dich zu. Und in diesem Video werde ich dir zeigen, welche das genau sind und welche Fallstricke lauern, auf dass du dich jetzt schon davor auf diese Kosten vorbereiten kannst. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Gründer nicht nur der X-Group, sondern auch mehrerer anderer Unternehmen. Und über 2000 habe ich persönlich begleitet und war meistens verantwortlich für die Erstellung des Finanzplans. Und dieser Finanzplan, der sollte nicht nur bei der Bank oder im Arbeitsamt eingereicht werden oder Investoren vorgelegt, sondern es sollte dem Gründer auch eine entsprechende Planungsgrundlage mit Planungssicherheit geben. Und davon werde ich nun in diesem Video berichten. Die ersten Kosten fallen schon dann an, wenn du vielleicht noch gar kein Unternehmen gegründet hast oder kurz davor bist. Vielleicht willst du ein Produkt entwickeln, eine neue Technologie oder du willst neue Dienstleistungen an den Markt bringen und du musst erst noch dich selbst qualifizieren und weiterbilden oder notwendige Zertifizierung oder Zulassungsvoraussetzungen erfüllen oder du musst erstmal entsprechende Kontakte zu Produzenten, zu Herstellern aufbauen, deren Produkte du dann vermarkten willst. Und diese Kosten können natürlich in der Entwicklungsphase zwischen 1.000 bis 100.000 Euro betragen, je nachdem, was noch alles entwickelt werden muss, je nachdem, welche Zulassungen, Zertifikatslehrgänge oder IHK-Lehrgänge du noch durchlaufen musst. Und dann kommen wir auch schon zum zweiten Punkt, nämlich der Gründung. Entweder willst du ein Einzelunternehmen gründen, okay, das geht ab unter 100 Euro. Oder du willst eine UG oder eine GmbH gründen oder eine Aktiengesellschaft, wo du mehrere Gesellschaften auch vereinigen willst. Dann bist du schnell mal bei 1, 2, 3, 4 oder 5.000 Euro, wenn du zusätzlich noch einen Notar und einen Rechtsanwalt für die Satzungserstellung beauftragst und vielleicht noch den Markennamen dir sichern möchtest. Und wenn du nun die rechtlichen Voraussetzungen deiner Gesellschaft oder deiner Unternehmung alle erfüllt hast, dann kommt auf dich der Markteintritt zu. Und dabei geht es nicht nur darum, dass du deine Website online stellst oder dein Corporate Design entwickelst, sondern kommen auch die entsprechenden Werbungskosten offline wie online dazu. Das Ganze wird dann abgerundet natürlich von allen Anschaffungen, also Investitionen, die meistens oberhalb von 1.000 Euro liegen und dann alle Betriebsmittel. Das heißt alles, was du an kleineren oder größeren Ausgaben hast, um dein Unternehmen erfolgreich zu starten. Und die vierte Phase ist schließlich auch für dich die spannendste Phase, denn hier entscheidet es sich, ob du erfolgreich wirst oder ein Unternehmen wieder schließen musst. Es gibt nämlich in der vierten Phase den Anstieg deiner Umsätze. Du beginnst also die ersten Einnahmen zu machen und fängst systematisch an, die einzelnen Deckungsbeiträge auch zu kompensieren, zu tragen, zu finanzieren. Bis aber aus deiner Innenfinanzierung, deiner Umsätze heraus alle Kosten getragen werden können, können schon mal einige Monate, manchmal sogar Jahre ins Land gehen. Und du kannst es dir selbst ausrechnen, was es bedeutet, wenn dein Unternehmen die ersten 6 Wochen nicht alle Kosten decken kann oder sogar wie bei größeren Unternehmen 6 Monate die ganzen Kosten nicht decken kann. Oder was es sogar bedeutet, wenn du solche Startups wie Zalando oder Amazon, die über mehrere Jahre, 6 oder 7 Jahre ihre Kosten nicht decken konnten. Rechne einfach mal den Betrag aus, der rauskommt, den du schon bei der Gründung als sogenannte Liquiditätsreserve schon vorher finanziert haben solltest. Und in der fünften Phase kommen wiederum auch ganz unterschiedliche Kosten, Ausgaben auf dich zu, je nachdem, was deine Strategie deines Geschäftsmodells ist. Willst du beispielsweise skalieren, das heißt nicht nur in Deutschland, sondern nach ganz Europa oder nach USA oder in den asiatischen Markt eintreten, dann brauchst du nochmal zusätzliche Finanzierungsrunden. Auf der anderen Seite kommt aber auch dann meistens in dieser Phase auf dich der Kapitaldienst zu, also die Tilgungszahlung, die meistens ab dem ersten oder dem zweiten Jahr einsetzen. Und das dritte ist natürlich die Sicherungsphase des Unternehmens. Denn wenn du jetzt erfolgreich bist und wächst, dann brauchst du ganz andere Unterstützung, zum Beispiel eine genaue Prozessabbildung, die entsprechende Abbildung aller Arbeitsschritte, Checklisten müssen erstellt werden, Qualitätsmanagementsysteme eingeführt werden. Auch das kostet Zeit, auch das kostet Geld. Wie du also siehst, kannst du schon mit 100 Euro dein Unternehmen als Einzelunternehmer starten, sogar als Nebenerwerbsunternehmer, wenn du noch einen Angestelltenjob hast. Aber es kann auch größer ausfallen, das hängt von deinem Geschäftsmodell ab. Wichtig ist nur, bevor du die Reise antrittst, bevor du mit deinem Boot aufs Wasser gehst, mach dir vorher Gedanken, wie viel Wasser, wie viel Limetten, wie viel Nahrung du bunkern solltest und wie viele Mitarbeiter, wie viele Matrosen du auf deinem Schiff benötigst. Einer der Hauptscheiterungsgründe von Gründern ist nach wie vor eine zu schlechte, eine zu niedrig kalkulierte Kostenkalkulation und eine unvollständige Finanzplanung. Und das untersuchen natürlich nicht nur Investoren und die Banken, sondern inzwischen auch die Arbeitsämter und Jobcenter.
Deshalb das A und O deiner Planungsrechnung ist ein vollständiger, plausibler Finanzplan, der alle Kosten über alle Zeiträume genau beinhaltet und abbildet. Und das Wichtigste ist, und auch ein großer Fehler hier in der Planung der Umsätze, sind die verbundenen Kosten. Also passen deine Umsatzkosten auch zu den Umsätzen? Passen die Marketingkosten auch zu den Schlagzahlen und Verkaufszahlen deiner Umsatzkalkulation? All das wird überprüft. Nicht, weil die Prüfer so gemein sind, sondern um dich zu schützen, um sichtbar zu machen, dass du tatsächlich davon alle Kosten tragen kannst und später auch etwaige Finanzierungsmittel zurückzahlen kannst. Und ganz zum Schluss noch der entscheidende Punkt, vielleicht auch weshalb du dein Unternehmen überhaupt aufbaust. Nämlich, dass dein Unternehmen eines Tages deine Lebenshaltungskosten auch tragen soll. Sprich also die Tragfähigkeit deiner Lebenshaltungskosten. Das bedeutet also nichts anderes, dass das Unternehmen eines Tages, nachdem es alle laufenden Kosten deckt, eine Entnahme von dir als Gesellschafter, als Inhaber oder als Geschäftsführer erlaubt, um deine privaten Lebenshaltungskosten zu tragen. Die gute Nachricht ist, bis zu diesem Zeitpunkt kannst du Fördermittel beantragen, sei es aus dem ALG-1-Modus heraus beim Arbeitsamt oder aus dem ALG-2-Modus heraus beim Jobcenter. Und wenn für dich die beiden Möglichkeiten, entweder ALG-1 oder ALG-2 eine Option sind, dann gibt es noch eine weitere gute Nachricht. Denn die Agentur für Arbeit und das Jobcenter sponsern dir auch noch einen Beratungsgutschein bis zu 80 Beratungseinheiten, genau in diesen Phasen, wo es darum geht, dein Konzept zu erstellen. Zusätzlich bekommst du hintendran dann noch entsprechende Förderprogramme für deine privaten Lebenshaltungskosten. Vorher im ALG 1 oder ALG 2 Modus und mit dem Eintritt in den Vollerwerb dann als Gründungszuschuss, Einschießgeld oder sogar mit Leistung zur Einlegung von Selbstständigen. Wenn du also dabei Unterstützung brauchst, eine konzeptionelle, strategische Planung aufzustellen, einen Finanzplan zu erstellen, um Finanzierungsmittel zu beantragen und vielleicht auch die entsprechenden Fördermittel zu nutzen, dann kannst du gerne Gebrauch machen von einem kostenfreien Erstgespräch. Unsere über 40 Berater arbeiten bundesweit und dadurch, dass wir zertifiziert sind, können wir auch Förderprogramme für unsere Beratung in Anspruch nehmen von 50% bis 100%. Wenn du also genau in der Phase bist, dass du überlegst, dich selbstständig zu machen oder bist kurz sogar vom Markteintritt, dann mach heute noch Gebrauch von einem kostenfreien Erstgespräch. Denn unsere über 40 Berater und mit Rechtsanwälten und Steuerberatern helfen dir dabei, dein Konzept wasserdicht aufzustellen, sodass du mit deinem Boot dann auch zur hohen See hinausfährst, wo du sicher sein kannst, an alles wurde gedacht. Also buche jetzt ein kostenfreies Erstgespräch. Like gerne das Video mit Daumen hoch, abonniere den Kanal und empfehle uns gerne weiter. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer.